Heute soll es neben Baugeräuschen, ich weiß nicht, inwieweit ihr dieses Piepsen gerade hört von diesem Baufahrzeug. Auf jeden Fall soll es heute wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei und lasst euch durch diese Baugeräusche bitte nicht stören. Wir versuchen das alle zu ignorieren, ich auch. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Manche Tage muss man einfach zuckern von Tamara Mataya. Und ich muss als allererstes erstmal sagen, dass ich das Cover mega cool finde, denn es ist definitiv mal etwas anderes und sticht aus der Masse heraus. Und anhand des Covers, finde ich, kann man jetzt nicht wirklich viel zur Geschichte ableiten. Deswegen erzähle ich euch jetzt natürlich erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Dauersingle Sarah. Und Sarah liest unheimlich gern die Internetseite Mist Connect. Und bei Mist Connect ist es so, dass Menschen eine Anzeige aufgeben können, wenn sie einen besonderen Menschen im Alltag irgendwo getroffen haben. Also zum Beispiel, ich habe meinen Traummann in der U-Bahn getroffen und tue dann auf Mist Connect eine Anzeige schalten, so, hey, ich habe dich in der U-Bahn gesehen, du hattest das und das an, sahst so und so aus und wir haben uns angeschaut oder angelächelt oder sowas und ja, bitte melde dich, falls du das liest. Und solche Einträge sind halt auf der Seite und Sarah liest diese unheimlich gern. Sarah schämt sich aber bei ihren Freunden so ein bisschen dafür und hält das Ganze auch geheim. Sie wohnt aktuell bei ihrem schwulen besten Freund Pete auf der Couch und kann dann halt wirklich nur ihrer Leidenschaft nachgehen, wenn er gerade mal nicht da ist. Und Sarah hat dann gerade noch ein Jobproblem. Sie ist gerade auf Arbeitssuche und hat dann so ein Vorstellungsgespräch in so einem Hippie-Massagetempel und weiß nicht so wirklich, was sie von den Leuten halten soll. Aber sie braucht den Job und deswegen nimmt sie diesen an. In diesem Buch geht es im Prinzip darum, Sarah in ihrem neuen Job zu begleiten, in ihrem Alltag, wie sie ihr Leben wieder auf die Reihe bekommt und wie sie auch Jack immer wieder begegnet. Jack ist der Zwillingsbruder von Pete und er sieht unheimlich gut aus und Sarah fühlt sich schon immer zu ihm hingezogen, traut sich aber nicht, da irgendwie auf ihn zuzugehen, denn er ist der Frauenheld schlechthin. Da bleibt sie doch lieber bei ihrer Internetseite Mist Connect. Und als Sarah eines Tages eine Anzeige in diesem Internetforum sieht, die auf sie passen könnte, fragt sie sich, wer wohl da dahinter steckt. Und das ist es, worum es in diesem Buch im Endeffekt geht. Wir begleiten Sarah in ihrem neuen Job und was sie da alles so erlebt. Und wir begleiten sie auf der Suche nach Mr. Right im Internet auf Mist Connect. Ich muss sagen, dass mir die Handlung zu diesem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, auch wenn sie ab einem bestimmten Buch in der Geschichte sehr, sehr offensichtlich gewesen ist. Also man weiß als Leser, dass das Ganze im Endeffekt darauf hinauslaufen wird. Also zumindest mir war es beim Lesen relativ schnell klar. Was ich aber absolut nicht schlimm fand, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sarah in ihrem Alltag mit diesen Hippie-Arbeitgebern, ihrem schwulen Freund Pete und dessen Zwillingsbruder Jack zu begleiten. Und ja, von der Handlung hat es mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen, auch wenn die ab einem gewissen Punkt wirklich schon sehr, sehr offensichtlich war. Wir haben hier noch erotische Anteile mit in der Geschichte, weil ich wurde letztens gefragt, ob das eine Chick-Lit-Geschichte ist. Nein, es ist mehr ein Liebesroman mit erotischen Anteilen. Die sind jetzt aber nicht überwiegend. Also das ist jetzt nicht sehr, sehr viel Erotik, was hier drin ist. Das sind nur so 2, 3 Szenen. Also es hält sich wirklich im Rahmen, was ich sehr, sehr gut finde. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich beim Lesen immer wieder dachte, boah, irgendwie Sarah und Jack, diese Namen. Und wenn dann so ein Szenen mit den beiden kam, dachte ich immer, boah, irgendwie kommt dir das bekannt vor, ne? Und ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen, da hießen die zwei Charaktere auch Sarah und Jack. Und dann dachte ich mir so, ja, deswegen kommt dir das irgendwie bekannt vor. Auch wenn die Geschichten sich absolut nicht ähnlich sind, war das schon irgendwie komisch, die gleiche Namenskonstellation dann nochmal zu haben. Und ja, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen im Endeffekt. Also ich fand die zwei Charaktere wirklich sehr, sehr toll in dem Buch. Ich mochte Pete, auch wenn ich ihn an dieser einen Stelle absolut nicht leiden konnte. Ich mochte die Entwicklung, die Sarah in diesem Buch durchgemacht hat. Ich fand es gut, dass sie ein normaler Mensch ist mit normalen Problemen und dass sie halt auch nicht alle Situationen immer sofort bombastisch meistern konnte, sondern da auch auf Hilfe angewiesen war und diese Hilfe auch angenommen hat und nicht, wie es oftmals in Geschichten so ist, dass die Charaktere dann sagen, nein, ich schaffe das allein, ich will deine Hilfe nicht. Also ja, fand ich sehr, sehr cool, dass Sarah da so ein wirklich ganz normaler Mensch ist, mit Ecken und Kanten, wie die Nebencharaktere auch. Ich finde, das hat die Autorin wirklich sehr, sehr gut gemacht. Zum Setting kann ich nur sagen, befinden wir uns hier in New York, was ich ja wieder mega cool finde. Ne? Ihr wisst, ich und amerikanische Setting, I like it! Auch von den Beschreibungen her, was den Schreibstil betrifft, hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es sind tolle Szenenbeschreibungen drin. Es sind ganz, ganz tolle Absätze drin, wo man wirklich auch mal lachen kann. Es sind Absätze drin, wo man denkt so, ach du Scheiße, wie sind die denn drauf? Was geht denn jetzt ab? Würde ich mir das gefallen lassen? Also auch Sachen, wo man sich auch mal einen Kopf macht und das Ganze hinterfragen tut, wo man sich fragen tut, wie würde ich reagieren in so einer Situation? Und
Und das Ganze hat mir vom Schreibstil her auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich mochte diese lockere, leichte Art bei dieser Liebesgeschichte. Und wie gesagt, ich habe öfters mal lachen müssen. Ich habe mit der Protagonistin gelitten und ich habe mir öfters mal einen Kopf gefasst bei dem, was hier manche Menschen in diesem Buch getan haben. Mein Fazit ist, dass manche Tage muss man einfach zuckern, eine ganz, ganz tolle, süße Liebesgeschichte ist und man sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit angucken, wenn man gerne Liebesromane liest. Wie gesagt, es ist witzig, es ist charmant und es ist wirklich ganz, ganz toll zu lesen. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Magonia von Maria G. Headley, whatever. Ihr wisst, ich und Namen, das geht gar nicht. Naja, dieses Buch ist eine Urban-Fantasy-Geschichte und in diesem Buch geht es um Asa oder Asa. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich habe es immer Asa gelesen, weil wir hier in Deutschland sind. Und Asa ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Sie hat eine Krankheit und diese Krankheit ist auch nach ihr benannt, da es keinen weiteren Menschen auf diesem Planeten gibt, der diese Krankheit hat. Sie kriegt immer ganz, ganz schlecht Luft und irgendwie haben sich dadurch ihre Organe verschoben und nichts ist mehr so richtig an dem Platz, wo es hin soll. Ihre Haut ist total blass und blau, ihre Lippen sind blau, sie ist total schmächtig und ja, dadurch hat sich auch ihre Haltung ein bisschen geändert. Also sie sieht schon wirklich sehr, sehr krank aus, so wie es in diesem Buch beschrieben ist. Und sie ist den Ärzten definitiv ein Rätsel und auch ihre Mutter, die Forscherin ist in diese Richtung und Genetik erforscht, hat keine Ahnung, was mit ihr los ist und versucht dann noch ein Heilmittel für sie zu finden. Und es ist so, dass Asa trotz allem versucht, ein ganz, ganz normales Leben zu führen. Sie geht auf die Highschool, sie hat einen besten Freund, der heißt Jason und mit ihrem besten Freund versucht sie wirklich alles zu tun, was ein ganz normales Mädchen tut, was natürlich nicht immer so möglich ist. Und eines Tages ist es so, dass Asa auf einmal ein Schiff am Himmel sieht und dieses Schiff ruft ihren Namen. Und sie bildet sich am Anfang ein, dass sie irgendwie eine Halluzination vielleicht hat durch ihre Tabletten und kann sich das Ganze nicht erklären und niemand hat dieses Schiff gesehen und niemand glaubt ihr außer Jason. Und als dieses Schiff dann wieder auftaucht, ändert sich plötzlich alles. Und das ist es, worum es im Endeffekt in diesem Buch geht. Es geht herauszufinden, was ist dieses Schiff, was sie immer sieht, warum ruft es ihren Namen und was hat Asas Krankheit damit zu tun. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es war mal ein komplett neuer Ansatz für dieses Buch. Es geht hier um Wesen, die im Himmel leben und das habe ich so auch noch nirgendwo gelesen und deswegen muss ich sagen, also von der Handlung her fand ich es sehr, sehr cool. Ich mochte, wie die Geschichte verlaufen ist. Wo ich aber echt Probleme mit hatte, war das Worldbuilding. Wir haben ja hier eine Urban-Fantasy-Geschichte und die Szenen, die in der normalen Welt gespielt haben, in der Menschenwelt, waren auch alle vollkommen okay, das konnte ich mir auch alles gut vorstellen. Aber alles, was dann quasi in diesem Fantasy-Teil gewesen ist, ich habe keine Ahnung. Dieses Himmelreich, was es ja in diesem Buch noch mitgibt, wurde leider nicht beschrieben. Diese Schiffe, die in dem Himmel schweben, wurden nicht beschrieben. Da hieß es dann halt, ja, es ist ein großes Segelschiff. Okay, ich kenne Fluch der Karibik, ich weiß, wie ein Segelschiff aussieht, aber dieses Segelschiff ist kein normales Segelschiff, wie man es aus Fluch der Karibik zum Beispiel kennt, sondern es ist ein Schiff mit besonderen Elementen und das ist für mich leider nicht hinreichend beschrieben worden, dass ich da beim Worldbuilding in dieser Fantasy-Welt echt meine Probleme hatte. Auch was die ganzen Kreaturen, die es dort gibt, betrifft, ich habe keine Ahnung, wie die alle aussehen. Ich habe keine Ahnung so richtig, wie dieses Himmelsvolk aussieht. Die werden zwar grob beschrieben, wie sie halt aussehen, ja so und so und so und so und so und so, aber ich konnte mir aufgrund der Beschreibungen kein Bild machen. Und das war echt ein riesen, riesen Problem in der Geschichte. Und dann haben wir hier noch den Aspekt, dass der Schreibstil absolut außergewöhnlich ist. Es ist einfach kein einfacher, normaler Jugendbuchschreibstil. Es ist ein recht komplizierter Schreibstil. Wir haben hier verschiedene Metaphern, die verwendet werden. Wir haben hier einen ganz außergewöhnlichen Satzaufbau und es ist auch, wie das teilweise in dem Buch dargestellt ist, es ist nicht so einfach. Ich kann euch das ja mal zeigen. Warte mal, haben wir hier irgendwo eine Stelle? Also, dann sind halt hier so Wörter, seht ihr das? Hier. Ja, dann sind halt hier so Wörter, wie gesagt, so schräg geschrieben oder dann sind halt hier nochmal alles mit Klammern dargestellt und dann fragt man sich, was? Für was ist diese Klammer jetzt eine Metapher? Und ehe ich das dann gerafft habe, was das dann alles so auf sich hat, das hat dann auch schon gedauert. Also es ist definitiv kein locker, leichter Jugendbuchschreibstil. Es ist auch, die Erzählweise ist auch was ganz, ganz anderes. Es ist eine Mischung aus Erzähler- und Ich-Perspektive. Wir wechseln hier auch die Ansichten. Also wir lesen hier nicht nur Asas Sicht, sondern auch aus der Sicht von Jason teilweise. Und es ist auch alles ein bisschen verquer, wie das
diese ganzen Gedankengänge sind. Also es ist schon mal was Anspruchsvolleres als Jugendbuch und was ich absolut nicht schlimm finde. Also ich habe damit ja auch keine Probleme, aber kombiniert mit diesem fehlenden Worldbuilding war das für mich eine Katastrophe. Ich hatte dann auch zum Ende hin immer weniger Lust, dieses Buch weiterzulesen, weil es wurde dann immer verwirrender und dann ganz zum Ende dachte ich mir nur so, wo sind die jetzt? Was machen die jetzt? Ich kann es mir absolut nicht vorstellen und ich war dann auch einfach nur froh, wo es vorbei war. Also das muss ich wirklich sagen, so toll wie die Handlung war und so schön wie dieses Buch angefangen hat zu Beginn, wo wir noch hier in dieser Menschenwelt waren, so katastrophal wurde es dann zum Ende hin. Wie gesagt, ich konnte aufgrund des fehlenden Worldbuildings mir absolut vieles nicht vorstellen. Es hat da an allen Enden und Ecken für mich geklemmt. Also aufgrund des Schreibstils und des Worldbuildings hatte ich da echt meine Probleme mit dieser Geschichte. Ich war froh, als das Buch dann am Endeffekt vorbei war. Es hat ein offenes Ende. Ich fand auch das Ende ein bisschen merkwürdig, wie das Ganze dann abgehandelt wurde. Und ich fand auch die Charaktere zum Ende hin sehr, sehr merkwürdig. Also gerade die Nebencharaktere. Ich konnte das am Ende alles nicht mehr verstehen und nachvollziehen. Es war einfach nicht mein Buch. Wie gesagt, vom Ansatz her fand ich es sehr, sehr gut. Aber leider ist es für mich in der Umsetzung total gescheitert. Wie gesagt, Worldbuilding war nicht meins, Schreibstil war auch absolut nicht meins. Und ja, es tut mir sehr, sehr leid, das zu sagen. Das waren meine zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr diese Bücher kennt, dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.